So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ich habe wieder ein Texture Pack installiert. Das Problem ist jetzt aber, dass es gerade bei mir geleckt hat und es jetzt auch hoffentlich nicht mehr tut. Wir spielen jetzt immer noch auf der Version 1.6, diesmal mit Texture Pack, wie ihr sicherlich sehen könnt. Leider Gottes leckt aber mein Spiel ein bisschen. Hoffen wir also, dass es sich langsam fängt. Während ich mir jetzt eine neue Fackel mache. Zack. Okay, gut. Im ersten Part haben wir hier ja aufgehört. In der Redstone-Ebene, sag ich mal. Und jetzt ist es nur die Frage, wie kommen wir weiter tiefer ins Erdinnere rein? Ach du Kacke. Das wird ein ziemliches Geraffel. Übrigens ist mir aufgefallen, dass hier jetzt die Sachen übersetzt wurden. Hier ist zum Beispiel steht jetzt der Angriffsschaden des Schwertes dran. Und hier zum Beispiel, hier 6 Eisenschwert, Diamantenschwert macht 7 Angriff. Diamantenspitzhacke macht sogar auch ein bisschen Angriffsschaden. Ziemlich cool eigentlich. Gut, aber jetzt, oh Gott. Jetzt gehe ich mal vorsichtig weiter. Oh Gott. Ich muss weiter ins Erdinnere. Ich glaube, ich probiere es mal so. Nein, so nicht. Ich brauche erstmal Freiraum zum Sehen. Ach du Kacke. Hängen tut's bei mir auch ein bisschen. Hoffen wir, dass es sich legt. Ich muss ab und zu nachschauen, ob da was kommt. Oder ob da was nicht kommt. Die Redstone-Ebene, die haben wir jetzt erreicht. Jetzt baue ich nur noch ein paar Diamanten. Kommt da was runter? Nein, hoffen wir, dass da nichts runterkommt. Moment mal. Sorry, dass ich wieder ein bisschen rum experimentieren muss, aber ich habe das Gefühl, das ist bei mir ein bisschen hängerig. Ist hängerig? Sagt man das so? Hängerig, ja, hängerig. Genauso sagt man das. Na Quatsch, hängerig. Was rede ich hier wieder für Müll? Weiche Beleuchtung. Ich mach das mal auf Minimum. Aber es hängt immer noch. Oh mein Gott. Moment, du, ich schaue jetzt mal ein bisschen rum, was ich da noch schließen könnte. Habe ich denn noch? Steam habe ich offen. Ah, das erklärt so manches. Okay, Steam ist jetzt geschlossen. Hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Ich mache mal hier. Ne, wobei, wenn ich da was rummache, dann. Ach, spiele ich jetzt einfach mal so weiter. Damit muss ich jetzt. Oh Gott, damit muss ich jetzt ein bisschen leben können. Damit. Oh Gott, was kommt da? Jesus! Okay, jetzt zurück in den Kampf. Und zwar jetzt! Boah! Darauf war ich echt nicht vorbereitet. Fuck! Okay, ich wusste, dass da was runterkommen kann, aber. Nicht mehr. Mit mir. Ja, gut, ich bin immer noch ein bisschen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen verweichlicht. Weil ich lange kein Minecraft mehr aufgenommen habe. Außerdem spielen wir jetzt mit Texture Pack, da habe ich noch mehr Angst. Weil ich da die Texturen der Viecher nicht gewohnt bin. Aua! Aua! Tu mir doch nicht weh! Was habe ich dir denn getan, dass du mir weh tust? Au! Können wir nicht friedlich darüber reden? Anscheinend nicht. Immer gleich zur Gewalt greifen. Mann, okay, wisst ihr was? Ich muss mein PC wieder neu starten, anders geht es nicht. Okay, dann bis gleich. Ich starte jetzt mein PC neu. Alles gut, ich habe den PC jetzt neu gestartet und jetzt leckt es hoffentlich nicht mehr. Ja, gut, gehen wir weiter. Mit der höchst epischen Musik. Ich habe da vorhin ein Skelett gesehen, das hat uns ja gerade abgeschossen. Ich will jetzt nicht riskieren, dass da was passiert. Oh Gott, ich traue mich nicht weiter. Ihr müsst mir helfen. Da öffnet sich gerade Java bei mir. Moment, ich schließe den Scheiß mal. Ich
scheiß Java. Immer öffnet sich Java, wenn ich mein PC hochfahre. Das nervt voll. Oh, neues Java-Update. Müssen Sie sofort installieren, das ist total wichtig. Sag ich, da denke ich mir nur Facepollen. Mann, dieser Hund da draußen bellt schon wieder, ey. So eine Scheiße. Immer wenn ich aufnehme, bellt der. Schnauze. Schnauze, Hund. Oh Gott. Oh, Hilfe! Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mich beruhigen irgendwie. Ich habe Angst. Mit den neuen Texturen. Was ist das? Spinne des Todes. Ich bin hier gefangen. In der Finsternis. Ganz alleine. Was mache ich jetzt? Überall Gefahren. Es kann jederzeit was passieren. Und Schnauze, du verdammter Hund, ich töte dich gleich. Oh Gott, ich laufe jetzt mal dort lang. Wow, da ist etwas. Ah! Hä? Wo seid ihr? Hallo? Ich schleife mich mal vorsichtig da lang. Da lang, ja. Oh. Aua! Autsch, was macht ihr denn da? Moment, ich kann so nicht arbeiten, wenn ich weiß, dass da jederzeit was kommen kann. So, jetzt. Ich weiß, es war ein bisschen pussyhaft, Mauern bauen, aber schaut euch die Russen an, die haben dasselbe gemacht in Berlin. So. Hey, da ist Gold. Och man, jetzt habe ich wieder einen kleinen Leck gehabt. Oh, da ist ein bisschen Lava. Okay, okay, okay. Hier auch. Wir kommen jetzt da vorbei. Ich könnte hier... Ich schaue erstmal nach, ob da was ist. Ein Skelett oder sowas. Was zum... Oh, es ist nur ein Pfeil. Es ist nur ein verdammter Scheiß-Pfeil. Oh, du verdammter Pfeil. Autsch! Ich bin so paranoid jetzt gerade. Unglaublich. Hilfe. Es liegt an dem Texture Pack. Wenn ein Texture Pack drin ist, habe ich viel mehr Schiss als ohne. Weil ich die Texturen, wie gesagt, nicht gewohnt bin. Oh Gott. Ich baue jetzt mir so eine kleine Brücke über den Tod, sag ich mal. Ja, ich bezeichne das schon als Tod, den ganzen Scheiß hier. Ach du Scheiße. Da ist ein Creeper. Ein Creeper tief im Schatten. Und ein Zombie, oh Gott. Ein kopfloser Zombie. Puh. Gut abgewehrt. Ich sollte einen Preis dafür bekommen. So, ich baue jetzt mir mal ein bisschen was um. Damit mir das Ganze ein bisschen mehr geheuer ist. Und da kommt der Creeper. Nee. So, das war Zombie Nummer 2. Ich nähere mich mal langsam der Dunkelheit und dem Creeper. Da ist ein Skelett. Aua! Ich gehe jetzt, das wird mir langsam zu brutal hier. Hä? Oh Gott, da kommt der Creeper. Oh Gott, da kommt die ganze Horde, Hilfe! So, hat er was in die Luft gejagt? Irgendwas, ein paar Monster oder sowas? Stirb einfach! Blödes Skelett. Stirb! So, ist da noch etwas? Oh Gott, der hat meine ganze schöne Brücke zerstört, dieser Creeper. Und jetzt? Ich nehme jetzt mal ein bisschen Stein damit. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Aber hier ist viel mehr los als in der Oberwelt. Ich hab's euch gesagt. Je tiefer wir kommen, desto mehr Monster spawnen in den Höhlen. Ach du Scheiße. Hier wieder alles closen. Hier noch eine Fackel hin. So. Und hier ist ein bisschen Kohle. Ich glaube, die sollte ich mitnehmen, weil ich brauche langsam neue Fackeln. Okay. Die nehme ich jetzt vorsichtig mit.
Hä? Oh nee, sag bloß. Geht's da noch weiter? So ein Mist aber auch. Na gut, zum Glück haben wir hier noch weitere Pflastersteine. Das gibt's doch gar nicht. Hilfe, ich habe keine Lust mehr. Ich will langsam mal aus dieser Villa raus, aber... Nein, ich habe mir vorgenommen, ich mache eine große Erkundung. Und das ziehe ich jetzt auch durch, auch wenn ich Angst habe. Angst formt den Charakter, heißt es ja. Nein, heißt es nicht. Ich habe es bloß gerade erfunden. Was? Aha, sowas mag ich auch. Sowas liebe ich sogar. Noch ein Zombie. Ihr habt Lee getötet, ihr Schweine! Nein, ich will nicht. Ich will da jetzt nicht vorbei. Was? Oder vielleicht doch? Hilfe! Noch ein Skelett. Alter! Oh Gott, die Monster haben mich jetzt quasi gefangen, sag ich mal. Scheiße. Ich muss jetzt irgendwie, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich komme hier nicht mehr vorbei oder raus. Ich glaube, ich muss mir jetzt irgendwie verschanzen hier. Ich verschanze mich mal. Baue hier mal ein paar, ja, einen sicheren Ort hin. Eine kleine Zwischenbasis, sag ich mal. Noch ein Zombie. Der kam jetzt von oben. Weil der hat Fallschaden bekommen. Oh nein! Oh. Noch einer! Ist hier eine Zombie-Versammlung oder was? Also wenn da noch einer runterkommt, dann ist hier ein Spawner bestimmt in der Nähe. Würde ich behaupten. Na los, ich verlange, dass ein weiterer... Oh Gott, da ist der Creeper dort hinten. Seht ihr den? Moment, ich schau mal. Vielleicht kann ich ihn irgendwie... Ah, er kommt schon von uns selber her. Na komm her, du Plüsch-Tier aus der Hölle. Oh Gott, keine Pfeile mehr. Ach, jetzt auch noch ein Leck. Moment, warten, bis der Leck vorbei ist. Mein Computer zickt wieder ein bisschen rum. Da öffnet sich irgendwas. Was öffnet sich da? Der FPS gerade? Was zum... Mein PC dreht mal wieder durch. Na los jetzt. PC, wir wollen weiterspielen. Ich mach jetzt einfach mal hier. Ach, 5 FPS. Alter. Mein PC will mich throwen. Was ist denn da so... Alter, was nimmt denn da so viel Leistung jetzt? Ich hab dich doch jetzt extra runterfahren, PC. Und jetzt zickst du wieder rum. Nein, du darfst kein Minecraft spielen. Minecraft ist böse. Niemand darf hier Minecraft spielen, ohne dass es leckt. Nein, nein. Boah. Also, wenn es in der Oberwelt wäre, würde ich mich nicht so beschweren. Aber wir sind in der Höhle, da wo man jederzeit sterben kann, wenn man nicht aufpasst, ne? Und dann kommt... Okay. So, ich habe mal kurz die Aufnahme unterbrochen und hoffen wir, dass es jetzt immer noch geht. Hallo. 8 FPS gerade. Das ist super. Ja, sorry, dass nichts passiert, aber Fraps will mich wieder lecken. Fraps ist die größte Bitch der Welt. So. Okay, jetzt baue ich. Ups, ich, wie gesagt, ich tue mich jetzt hier ein bisschen verschanzen. Ich weiß, ich bin voll die Pussy, ja, ja, ja. Aber ich will jetzt nicht sterben, das wäre ziemlich uncool. So, machen wir uns hier mal ein bisschen bequem. Ein Zwischenlager. Bevor wir hier weiterziehen. Wir könnten auch hier nach unten gehen. Oh, oder vielleicht auch nicht. Hehehe.
Naja, ich mach dich dann mal wieder zu, ne? So. Hier könnten wir allerdings auch weitergehen. Das wäre auch eine Option. Hier ist auch Gold und so, aber hier ist auch Lava. Das ist auch natürlich eine Gefahr. Wenn wir hier reinfallen sollten. Da drüben ist Eisen. Okay. Ja, wie gesagt, ich mache mir jetzt hier so ein kleines Zwischencamp auf. Ich glaube, wir können auch letztendlich noch die ganzen Sachen braten. Ich mache mir mal zwei Öfen. Wow, ich habe mein Achievement bekommen. Hurra, ich habe meinen allerersten Ofen in diesem Let's Play crafted in Part 79. Das ist ja mal wieder super. Ja, macht mir nur Angst mit euren Gestöhne da. Ja, und Fraps tickt wieder ein bisschen rum. Ich weiß, Fraps. So, ich muss irgendwas finden, dass Fraps nicht mehr so leckt. Oder dass Java nicht mehr so leckt. Das liegt bestimmt in den Updates, die ich nicht installiere. Deswegen leckt es wahrscheinlich immer so. Wo haben wir eigentlich das Sand her? Ich glaube, mit dem Sand könnten wir jemanden zerquetschen. Könnten wir jemanden ernsthaft verletzen, indem wir ihn einfach zerquetschen. Ich würde hier gerne lang. Hä? Ich habe da gerade einen Zombie gehört, hier in der Richtung. Moment doch, ich mache hier mal einen. Okay, hier scheint nicht zu sein, glaube ich. Moment, wir haben ja das Sand. Ich könnte mir daraus ein Fenster craften. Ja, das wäre... Ich glaube, das mache ich mal, just for fun. Erstmal noch warten, bis dies ausgebrannt ist. Und dann tue ich schnell das Sand rein. So, hier. Gut, jetzt haben wir auch ein paar Eisenwerkzeuge. Eisenbarren. Für oben auch oder für hier jetzt, wenn wir sie brauchen. Verrottetes Fleisch.